So, und weiter geht's mit Walking Dead. Episode, Staffel 2, Episode 1, Folge 2. Nee, Folge Richtig? 1. Nee, Folge 1 hatten wir ja Ah ja, stimmt, aufgenommen. Folge 2. Okay, Also, du hast Episode 1, Folge recht. 2. 2. Das sind so viele Zahlen. Genau, wir waren in einer ziemlich heiklen Situation. Wir müssen unseren Arm sauber machen und nähen. Genau, und wir haben schon eine Nadel, wir haben schon ein paar Bandages und Genau, uns jetzt fehlt müssen wir jetzt noch noch was was zum Desinfizieren. Medizinisches, genau. Ja. Und deswegen schleichen wir gerade durch das Haus von den Leuten, die uns aufgenommen haben, beziehungsweise in eine Scheune eingesperrt haben Wie so und ein Haustier. durchsuchen das jetzt, in der Hoffnung, Genau. dass uns niemand erwischt. Okay, weiter geht's. Und schon wurden wir erwischt. You're not supposed to be in here. Nicht drohen. Nein. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. What are you reading? A book? What book? I like books. It's called The Gurgles. It's about transdimensional body snatchers. Sympathisch. Cool. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. See it? I could die if I don't take care of it. Do you understand? I just need something to clean it with. I bet it would be with the rest of your medical supplies. Yeah, it is. I'll help you. Good. Yeah. Thank you. Medium I'm power. Sarah. I'm Clementine. We're friends, right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca is okay, but she's old. And that's it. Yeah. Yes. We are friends. Promise? It's important. Friends have to trust each other, no matter what. I promise. Me too. Friends. Oh. A pinky swears forever. Bis der nächste Zombie kommt. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. Diese Perspektive. So sie von unten ist schon ein bisschen gruselig. Ja, Chris hat echt Angst, ne? I think this is it. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Sie sieht so schwach aus und kann ihre Augen gar nicht mehr offen halten. Ey. Thanks, Sarah. Okay. Better get somewhere safer to do this. Zurück in die Barn, also zurück in die Ja, würde ich Scheune. sagen. Ich begegne ich niemanden auf dem Weg. Die Ausgangstür war ja, glaube ich, nicht weit von der Treppe, oder? Nee, die war. Oder jedenfalls das Loch, durch das wir gekommen sind. Ist da keiner drin? Oh, durch die Küche? Hätten wir vorhin die Küche gesollt? Ich will einfach nur raus, um echt zu Ja, wir sein. haben ja alles. Wir können auch raus. Ja. Ah, Gott sei das geht Dank. sich schon von alleine. Super! Es ist das Angenehme an dem Spiel. Man muss diese Rückwege nicht machen. Ja. Da springen die Gott sei Dank immer. So, und jetzt muss sie sich selbst nähen. Oh Ein, wie nein. alt ist sie? 11? So 10, 11 müsste 10. sie sein. In der ersten Staffel wurde sie 9 und das spielt ungefähr 1,5 Jahre später. Und ganz wichtig, Apfelsaft. Oh Mann. Oh. This is gonna suck. Erstmal einen Schluck trinken. Ja, erstmal ein bisschen Zucker. Vielleicht ist da ja Alkohol drin.
Okay, dann. Erstmal, genau, erstmal sauber machen. Oh Gott, das wird so wehtun. Oh, it's gonna hurt. Das war dumm. Also, du warst schon den Rest verschüttet. Ja, deswegen war es dumm. Und jetzt mit Schmerzen hättest du vielleicht die Faden für vorher einfädeln sollen. Weil jetzt unter Schmerzen. Ja. Ich glaube, da ist alles mit Schmerzen verbunden in diesem Spiel. Oh Gott. Achso, ich dachte, ich müsste jetzt so ein Minispiel machen. Weil ich kann auch im richtigen Leben keine Fäden einfädeln. Aber ich muss am Ende noch einen Schnupfen machen. Just how Krista showed me. Das ist so fies. Was musst du denn da jetzt machen? Vernähr dich nicht. Oh, wenn sie ohnmächtig wird, ey. Oh, diese Nadel am Arm. Das ist auch noch so eine schöne, dicke Nadel. Ja. Oh. Nachher schreit sie so laut und die Leute denken, sie verwandelt sich gerade. Kommt, zweiter Stich noch und den Rest können wir bitte alleine machen, ja? Ja. Oh Gott. Oh. Mir ist schlecht. Und dabei ist das noch Komikrabbel. Nicht ohnmächtig werden. Oh, das zieht's dann echt durch. Oh nein, nicht nochmal. Muss man jetzt bestimmt 5-6 Mal machen oder so. Oh, die Arme. Das ist die beste Synchronsprecherin auf der Welt. Ja, die muss auch nicht noch. Oh, hier wird schon schwindelig. Bisschen tief, oder? Oh Gott. Oh Gott, war das schlimm. Noch einen Schluck. Du musstest ja gar nicht. Gerade hatte ich vor Augen, dass sie sich das dann. Das ist desinfiziert. Oh, das ist die Bandages rum, ne? Ich hätte die ja auch nochmal eingetunkt in diesem Diff. Ja, aber das hat sie alles umgeworfen. Ja. Drei Sekunden Regel. Ja. Oh Gott. 10 Sekunden Regel. Na toll. Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist der Hammer? Der liegt da. Wo liegt er? Toll. Ich bin wie, ihm ist nichts. Oh, ich fasse aus. Ich fasse aus. Der Hammer liegt da oben oder da, ja genau, das ist auch gut. Oh Gott. Ich hätte den Hammer nehmen sollen! Der wiegt aber bestimmt auch noch 50, 60 Kilo, ey, selbst wenn er so verwest ist. Schaff das mal. Ich sitze wenig da, der Hammer. Oh nein! Ich war zu dumm. Du bist dran, ich bin zu dumm. Nachdem sie sich so. Ich habe mich so angestrengt. Ich habe zwar ganz halt verkackt, aber ich habe mich angestrengt. Kann ich jetzt überhaupt schon mal nehmen? Ja. Oh. Einmal nicht. Ey, andere Seite. Hallo. Hallo. Da. Hallo. Oh. Oh,
Panisch da reinhauen. X, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es wäre wieder. Was ist das denn? Ein Stein. Ja, toll. Das auch so voll. Das war doch auch Arne. Und danach kommt random irgendwas. Oh Gott. Hammer. Jetzt mach schon. Los. Wieso ist er bei dir nicht wieder aufgestanden? Das finde ich unfair. Oh, mit Lee hätte damals ein Schlag gereicht. Das ist so schlimm, dass man jetzt so viele Schläge braucht. Holy shit. What the... How the hell did he get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? This shed should have been safe. I'm still not bitten. Bitches. I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. Enough already. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Oh, jetzt. Ja, super. Sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Ja, jetzt sind sie auf einmal nett. Hey, was? Da kann man ruhig mal ein bisschen schnippisch reagieren. Ja, ne? Das stimmt allerdings. Ich glaube, da wäre ich auch sehr schnippisch geworden in diesem Moment. This might hurt a little. Nicht so wie vorher. Hm. How she look? Her suturing skills need some work. But otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Hm. Wenigstens hat er es schön verbunden. Mm. Toller Arzt, muss man alles selber machen. I wish you wouldn't have done what you did. I didn't do anything. Exactly what Sarah says every time I catch her in a lie. We put you in that shed out of concern for the safety of our loved ones. And then you escaped and persuaded my daughter to steal from us. I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. Ja, bestimmt irgendeine Krankheit. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. I'm sorry. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes. Danke für den Tipp. Ja. Essen. Oh, hey, brought you some food if you're hungry. That's gonna leave one hell of a scar. It doesn't bother me. I can live with it. Wow. Nice. Also wirklich kann ich die Charaktere noch nicht einschätzen. Ja, ne? Der ist mir unsympathisch. Ja, der auch schon jetzt. Ja. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. Bist immer noch unsympathisch. I got kind of aggro and that was definitely not cool. Nick's been known to go der off every once gegen, in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just... we had a bad experience. Ich glaube, das ist ein gutes Mädchen.
Ja, sie ist immer nett zu allen. We all got bad experiences. We've all had bad experiences. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. And there was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. Bad things have happened to everyone. Was ist sie da eigentlich? Sieht ein bisschen aus wie Reis oder sowas, so, ne? Since you're pretty much on your own, what's your plan? Oi. Oi. I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Okay, let yourself heal up. Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it. Schon klüger da zu bleiben. So, vor allem, weil Krista jetzt auch weg ist. If you don't mind me asking. Ich will immer noch wissen, was mit ihr passiert ist. I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. Other people took care of me, if that's what you're asking. I was just curious on how you made it this far. I just tried to stay with good people and not do anything dumb. Hey, I'm sorry. I shouldn't have asked. Oh, man. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Wow. I'm sorry to hear that. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What happened to him? The same thing that happens to everyone, but he saved me first, lots of times. Well, it sounds like he was a real good guy. Yeah, he was. Jetzt bin ich wieder traurig. Ja. Dieses Spiel macht mich ständig traurig. I hate to interrupt, but I'm out there standing watching. I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. A couple fresh brookies for dinner? Wouldn't that be nice? Sie sollte jetzt erstmal schlafen. Ja. War schon viel für einen Tag. Mehrere Tage, oder? Oder? Also das mit dem Hund ist noch kein Tag. Stimmt. Mehr. Oh. You're still here. Unsympathisch. I wouldn't get comfortable if I were. Maybe you fooled everyone else, but not me. I'm a little girl. You know me, and probably don't need any new shit. Get it? Just so. Well, you got it. Now go. I'm sorry. I knew the moment you showed up, you'd be a problem. Fell away from my husband. Whose baby is this? Whatever. Holding up. I heard you got an earful from her lad. Once she gets going, there's no bring back. I'll talk. She doesn't scare me. Not sure. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot?
By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Nick was about your age, first time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. Oh, that's sad. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me, and of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay, well, I didn't know that. It's fine. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role, even if it means people you love hate you for it. He doesn't hate you. Nick's father wasn't there much, and he was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line, raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete! Nick! Jesus, Mary, and Joseph. Full of holes. Who do you think did this? Not sure yet, but it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. Vielleicht you're Carver, zusammen. What do you do? Who's Carver? Stimmt. Die Gangster. Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Was soll ich Völlige Überforderung. What can I do? See if you can find anything else. Like what? Like what might tell us who did this. Eine Überwachungskamera. This one's shot too. Through the head? Yep. Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. Kannst du die Leiche nicht looten? Naja, aber da hinten liegt noch was. Aber soll ich da ganz alleine hin? Kannst du hingucken? Die hat noch gute Augen. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. What was it then? Fubauer. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now. What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. No. Whatever. Der macht Come sich on, lang. Clem. You wanna be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess, just like baiting a fish. I'm on it. You always so agreeable? No. Good.
You'll fit right in with this outfit. Look, just keep your head on straight. Und da ist der erste am rumkrüxen. Same deal. He's shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Langer Stock mit einem Messer dran. Auch keine schlechte Waffe. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Ja, gut zum Verteidigen so. Gut zum Stechen. Schlender, Schlender. Ja, hier sind ja noch ein paar Tote. Dass man nicht raufen kann in diesem Film, diesem Spiel, ne? Oh, das ist doch der Rucksack. Ist da irgendwo ein schwangerer Zombie? Der scheint noch zu leben. That's my backpack. You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me. Oh Gott. Oh, Gif. Ja. Vielleicht sagt er dann irgendwas. Ja. Das war nicht mein Handy. Vielleicht war es doch. Ja, verschwende keine blöden Wörter, sag uns was mit ja. Das ist. Nicht danke, sag. Pete! I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Gebissen. Lurkers! I'm out of ammo. Come this way. Bitch. Damn it. You get your asses over here, both of you. I'll cover you. We gotta get out of here. Get over here, god damn it. Did you listen to me once? Yeah. Just one time? Er ist halt gebissen. Oh, muss ja was machen. Kann nicht einfach nur laufen. Auch wenn der andere unsympathisch war, der andere war halt gebissen und vorbei. What are we gonna do? Someone's outside. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? I can't keep going. I figure we got about 4 to 5 more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. You were dead. Oh Gott! Nein! Wer könnte das sein? Entweder Krista? Krista? Ich habe immer das Baby. Das Baby, das antwortet Hallo. Nee, ich könnte mir auch vorstellen, dass Kenny wiederkommt. Man hat ja nie gesehen, dass Kenny stirbt. Ja. Bei mir ist er im Loch verschwunden. Bei mir ist er auch im Loch verschwunden. Okay, was haben wir gemacht? Voll viele sind. Sie sind zu Pete gelaufen? Wir können jetzt Pete laufen. Pete ist zwar sympathischer, aber der wurde gebissen. Ja. Naja, wie lange haben wir jetzt? 30 Minuten. 30 Minuten, dann wird das einfach eine kurze Folge. Ja. Aber wir spielen natürlich auch noch die nächste Episode. Denn die ist auch schon draußen. Die dritte ist noch nicht draußen.
Aber die zweite spielen wir jetzt noch durch, ne? Auf jeden Fall, wir wissen, wer da jetzt steht. Ja, auf jeden Fall. Ich würde drüber, wenn wir es nicht spielen würden. Ja. So, tschüss, ich gehe nach Hause. Was machst du jetzt? Oh, ich trinke Tee vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.